wissen, dass es eher ein geopolitischer Krieg ist, ein geopolitischer Krieg. Denn wir wissen ja, Steinmeier redet ja auch, dass er auch Georgien hinzuziehen will, letztendlich in die Europäische Union. Aber dann nehmen wir das Thema des Assoziierungsabkommens, was jeweils ja Poroschenko unterschrieben hat. Kaum einer weiß, was da drin steht. Das basiert fast nur auf eine militärische Zusammenarbeit. Die ukrainische Wirtschaft ist so schwach, die ist ja komplett gerade pleite. Deswegen kommt ja die Merkel und sagt, ich schenke euch von unseren deutschen Steuergeldern 500 Millionen, obwohl ja selbst der Multimilliardär ist. Europa soll ja für den Krieg aufkommen. Es sind ja eure Gelder, die wegfallen. Ihr seid ja eure schlechteren Arbeitsverhältnisse, die jeweils. Ihr kriegt ja keinen Festvertrag. Ihr werdet ständig in irgendwelche Leiharbeitsfirmen gesteckt und es gleich. Aber Putin hat zum Beispiel die Leiharbeit in Russland verboten, da er sich für das Volk einsetzt. Das muss man nochmal wichtig, sich nochmal bewusst machen. Das bedeutet, jeder hat natürlich seine Interessen. Aber das muss man sich nochmal, gleich sofort nochmal. Jeder muss letztendlich bedenken, dass es natürlich auch Putin seine Interessen hat. Aber die Krim ist momentan der sicherste Platz in der ganzen Ukraine. 820.000 russischstämmige oder beziehungsweise ukrainische Menschen sind alle geflüchtet. Es werden Phosphorbomben geworfen auf die Zivilbevölkerung dort. Es werden Schulen beschossen. Su-25 ukrainische Jets greifen Schulen an, Altersheime. Die beschießen, das ist ein reiner Genozid. Ein Genozid, der nicht anders als wie in Gaza stattfindet, den man auch hier erwähnen muss. Und ich denke mal, da kann uns keiner letztendlich sagen, dass man an der Ukraine wird gezerrt. Aber wie geht's, muss man in der Verhältnismäßigkeit sehen, dem ukrainischen Volk. Wir wissen das letztendlich, wenn an der Ukraine so gezerrt wird, endet das im Krieg. Deswegen muss die Ukraine, damit Frieden stattfindet, die Neurussland anerkennen. Die Spaltung ist einfach nicht zu verhindern. Und das ist nochmal ganz wichtig, denn 20% der ukrainischen Bevölkerung sind ethnisch Russen. Das ist ganz deutlich. Wir haben ja momentan gerade in Kiew zigtausende an Menschen, die gerade da stehen, um gegen die Regierung des sinnlosen Bruderkrieges zu demonstrieren. Sie haben das Blutvergießen voll. Ukrainische Mütter blockieren Autobahnen auf den Straßen. Sie verbrennen Einberufungsbescheide, damit ihre Kinder, ihre Söhne nicht in einen sinnlosen Krieg gegen die eigene Bevölkerung gezogen werden muss. So, wir wissen ja letztendlich, dass die amerikanischen Interessen da vertreten werden können. Viele Leute, wie zum Beispiel diejenigen, die mehr nationalistisch in die Ecke, die aus Kiew kommen, haben natürlich eine andere Haltung, wie wir gerade mitbekommen haben. Aber jedem steht eine offene Meinung zu, aber Nationalismus und Faschismus war doch niemals der Weg zum Frieden untereinander, unter vielen Völkern. Da müsst ihr mir doch alle letztendlich Recht geben, würde ich mal sagen. Das bedeutet, das Volk wird verführt und ja, Faschisten waren immer die rechte Hand des Kapitalismus, denn momentan findet auch eine sehr große Privatisierung in der Ukraine statt. Das bedeutet, Unternehmen, auch letztendlich viele staatliche, werden jetzt privatisiert. Ich habe den Begriff ja vorher schon erklärt gehabt. Die Bevölkerung wird zum Beispiel durch den IWF, den Internationalen Währungsfonds, dem wird vorgegeben in den Assoziierungsabkommen, dass der Mindestlohn der Ukraine nicht über 48 Cent steigen darf. Das kriegt ihr alles durch die Medien hier gar nicht mit. Die Bevölkerung hat da verloren, wenn letztendlich sie nach Europa eingezogen wird, denn die ukrainische Wirtschaft ist total schwach, genauso wie die georgische, die letztendlich auch sehr eng mit der russischen gebunden ist. Diese Europäische Union-Idee ist eine glatte Lüge und sie bewegt uns auf dem geraden Weg in eine Diktatur. Das muss sich jeder bewusst machen. Ich stehe hier, ich weiß, dass ich die ganze Zeit überwacht werde. Ich wusste, diese Freiheit entnehme ich mir, um die Gesellschaft vor Schaden zu schützen, indem wir hier für den Standort Kassel euch einfach die Wahrheit sagen. Denn sie haben ja Angst. Sie haben Angst vor einer informierten Öffentlichkeit. Solche Leute wie ich sollten nach den Regierenden hier gar nicht stehen. Ihr solltet ja nur die Bild-Zeitung konsumieren, ein bisschen ARD, CDF, Tagesschau, die genauso dieselbe Propagandamaschinerie stattfinden lassen, wie Goebbels zu seiner besten Zeit das gemacht hatte. Und ihr solltet das gar nicht erkennen. Das ist der Punkt. Aber ich denke, dazu habe ich mich genau gut geäußert. Und damit ihr ein bisschen Denkprozesse, ein bisschen Verarbeitungszeit habt, haben wir natürlich weitere Teilnehmer, die auch zu sprechen kommen wollen. Ein Applaus für unseren neuen Redner. Danke, Viktor, danke. Danke, Leute. Schönen guten Tag, meine